Wieder zurück hier beim Hexer, dem professionellen Ungeheuertöter. Und jetzt gehen wir zu König Henselt, denn wir haben alle drei Artefakte gesammelt, um den Fluch, den Blutfluch, zu beseitigen. Aber wo ist er? Normalerweise ist er ja immer in seinem Hüttchen. Allerdings finde ich ihn gerade nicht. König Henselt erwartet dich. Ah, die Wachmänner wissen Bescheid. Ich komme. Und da ist er. Der Nazi in Person. Endlich. Hast du Sabrina Spieß? Nicht nur den. Ich habe alle Artefakte bekommen. Es soll nicht zu deinem Nachteil sein. Und jetzt Magie. Ich hoffe, es klappt. Geh zur Hinrichtungsstätte von Sabrina Glevisig. Und hier wurde Sabrina umgebracht. Hier starb sie. Nachdem sie alles verhunzt hat. Die Bosheit dieses Ortes ist fast greifbar. Im Kerzenlicht umso mehr. Die Leute sind verrückt geworden. Irgendwer behauptet, die Schlampe wäre den Märtyrertod gestorben und schon zünden sie Kerzen für sie an. Ich muss diesen Ort aus der Distanz sehen. Während der Exekution stand ich auf der Anhöhe da drüben. Ich zeig's dir. Sieh dir die Hinrichtung steckt vom Hügel aus an. Vom Hügel aus. Ja, und der König ist ja zu uns eigentlich wohlgesonnen, kann man sagen. Der ist nicht mehr so aggressiv gegen uns. Weil er vor allem auch am Anfang dachte, dass wir ihn eigentlich auch sogar umbringen wollen. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Wenn jemand Gefühl zeigt. Leite Henselt so an, dass er die magischen Runen aus Detmolds Zauberbuch zeichnen kann. Toll. Was kommt jetzt? Ebenes Gelände. Sehr gut. Machst du dir Sorgen um deine Füßchen? Herr, ihr müsst Schutzrunen um den Scheiterhaufen herum zeichnen. Das war doch Sache der Hexer, nicht der Könige. Oder irre ich mich da? Keine Zeit für Diskussion. Selbstverständlich, du musst es tun, sage ich jetzt ihm. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Es ist wichtig, dass ihr selbst den Kreis zeichnet, Majestät. Wichtig für wen? Sabrina hat euren Tod prophezeit. Was denkt ihr also? Gut. Jetzt sagt mir, was geschehen wird. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir die Ereignisse von vor 3 Jahren rekonstruieren. Wie willst du das machen, wenn die meisten Beteiligten längst die Würmer satt gemacht haben? Es geht um die damalige Energie. Die Energie derjenigen, die den Fluch aussprach, in Verbindung mit der Energie des Ziels. Ha. Wenn es euch gelingt, mit dem Sand die richtigen Runenzeichen zu streuen, erscheint Sabrinas Geist. Ruf die Schlampe ruhig ins Leben zurück. Ich ramm ihr mit Vergnügen meinen Spieß in den... Denkt daran. Ihr müsst sie genau da treffen, wo sie damals der Soldat traf. Nur früher, ehe sie den Fluch ausgesprochen hat. Die Wunde finde ich schon. Aber wie erkenne ich den richtigen Zeitpunkt? Sobald ihr hört, dass sie euch erwähnt. Gebt acht, denn dabei muss nicht unbedingt euer Name fallen. Ist das alles? Damit endet eure Rolle. Den Rest erledige ich. Während ich den Exorzismus durchführe, können übrigens Geister erscheinen. Können oder werden? Das hängt von der Aura ab, über die Sabrina im Jenseits verfügt. Kann mir kaum vorstellen, dass die Dreckskuh bei den Geistern beliebt ist. Gut, sag mir, was ich zeichnen soll. Bringen wir's hinter uns. Ihr müsst dort hinabsteigen, Majestät. Und du? Ich leite euch an. Von hier aus habe ich den Überblick. Ach du Scheiße. Und ich muss zugeben, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Das heißt, wir werden es wohl blind machen müssen. Einfach nur blind. Okay. Shit. Geht zum Hexenkreis. Geht in Richtung des Hexenkreises, Majestät. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. Lasst uns von vorn beginnen. Ach du Scheiße. Schau auf die Hinrichtungsstätte, ja, klar. Und dann markiert den versteinerten Brotleib. Ja, markiert die saure Milch. Markieren wir mal einfach alles. Okay, alles ist markiert, oder?
Herr, begebt euch in Richtung der schwarzen Kerzen. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. Lasst uns von vorn beginnen. Okay, dafür muss ich mir wohl viel mehr Zeit nehmen, als ich gedacht habe. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir natürlich wieder zurück hier bei dem schönen Rätsel hier, ja. Und ich habe mir ungefähr überlegt, wie man das Problem lösen könnte. Nämlich, man muss eine Art Symbol, Todessymbol kann man schon fast sagen. Als erst dachte ich eher an so einen Judenstern, aber dem war nicht so. Und das markieren wir jetzt nämlich. Das erste wäre nämlich dieses schöne Brotlaib. Jetzt streut zum versteinerten Brotlaib hin. Oh Mann, der Hänselt. Der arme Hänselt. Der fühlt sich bestimmt richtig scheiße. So viel, wie ich gerade rumprobiert habe. Und nach dem Brotlaib müssen wir jetzt normalerweise die Kerzen nehmen. Das müsste, glaube ich, richtig sein. Zu den schwarzen Kerzen. Hier unten. Herr, begebt euch in Richtung der schwarzen Kerzen. Und dann habe ich... gesehen, dass wir, glaube ich, den Ziegenschädel benutzen müssen jetzt. Ich glaube, so habe ich das auch noch in Erinnerung, ne? Geht jetzt zu diesem Ziegenschädel, Herr. Ja, super. Ja, und wenn ihr mich fragt, wie lange ich dafür gebraucht habe, um die 40 Minuten, um das Ganze hier durchzuchecken, weil ich nicht ehrlich gesagt wollte, dass ich mir das über Komplettlösung irgendwie anschaue, aber finde ich ehrlich gesagt gut. Ich habe mich eigentlich gut geschlagen. 40 Minuten geht eigentlich, oder? Nur für so ein blödes Rätsel. So, und jetzt müssen wir zu diesem Baum, verbrannten Baum, genau. Jetzt zum verbrannten Baum. So, ihr seht jetzt schon, da ist M, wie McDonald's. Sehr schön. Okay, Baum haben wir jetzt auch und jetzt die Rabenleiche. Ah, da, Rabenkadaver, genau. Herr, sucht im Kreis nach einem Rabenkadaver. Schaut euch das mal an, ja, sieht doch so danach schon fast aus, oder? So, und jetzt müssen wir die saure Milch benutzen. Fangt an, das Pulver auszustreuen und geht dabei in Richtung Steinschüssel. Schaut euch das mal an hier. Hebräisch oder was? Nein, ist es natürlich nicht. So, und jetzt haben wir fast alles gemacht. Fast alles. Jetzt müssen wir normalerweise das mit dem Hexenkreis machen, ne? Genau. Geht in Richtung des Hexenkreises, Majestät. Ihr müsst einen großen, ebenmäßigen Kreis in einem gewissen Abstand zum Scheiterhaufen streuen. Das ist mir wirklich fantastisch gelungen. Ein Jammer, dass der Wind mein Werk ruinieren wird. Die böse Kraft des Fluches entstammt der Feuerenergie, einer schwer zu bändigenden Macht. Diese hier wurde noch potenziert. Sie verzehrte den Leib der Verfluchenden. Schluss mit diesen Fantastergüssen, wie Detmold sagen würde. Was für eine große Zauberin sie doch war. Ich hab mir die Schuhe eingesaut. Bleibt im Kreis, Herr. Das Pulver stinkt nach Zwergenkacke. Oh mein Gott. Ja, der gute Detmold. Eine Leibwache. Beziehungsweise der Berater des Königs. Und der auch für die Vernichtung der Anderlinge fürsorgt. Okay, was mache ich jetzt? Entzünde das magische Pulver mit dem Igni-Zeichen, okay? Igni. Und 3, 2, 1, zack. Geht nicht. Nochmal. Zack. Geht immer noch nicht. Nochmal. Zack. Shit. Müssen wir es nochmal versuchen. Jetzt aber. Zack. Oh mein Gott. Nochmal. Jawohl. Es hat begonnen. Tapfere Krieger habt ihr, Herr. Haben Angst vor Geistern. Hat doch jeder. Verflucht, das sind Jahrhunderte. Bleibt ruhig, Herr. Die magischen Runen schützen uns. Die Geister können die Barriere nicht überwinden. Vor Menschen habe ich keine Angst. Aber diese widerlichen Viecher machen mich nervös.
Solange ihr innerhalb der Runen bleibt, seid ihr sicher. Was soll ich machen? Wenn die Zauberin euch erwähnt, müsst ihr gnädig sein und ihren Qualen mit dem Spieß ein Ende machen. Ach du Scheiße. Ihr habt den Kreis unterbrochen. Die Geister können uns erreichen. Und jetzt? Ich muss mich um sie kümmern. Ihr Majestät müsst den Exorzismus vollenden. Ach du Scheiße, jetzt geht's aber richtig los. Du sollst verflucht sein, Hänselt! Heiliger, okay. Blut und Feuer! Es geschieht durch Blut und Feuer! Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutschweif seinen tödlichen Weg. Nerven lassen sich von Bischoppen blenden, die im vorwärtigen Leistenden Goldes gewandt sind. Das Einhorn bricht Urheiltes Recht und beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe. Durch Schmerz und die Allgewalt der luftverzehrende Flamme, durch die verkohlten Gerippe unschuldig gemeuchelter, erfüllt sich die Prophezeiung. Du wirst sterben, wie ich es prophezeit habe. Jetzt, Majestät. Es hat geklappt. Bist du sicher? Sicher bin ich nur, dass ein Zwerg unter einem Troll durchpasst, auch auf Zehenspitzen. Aber ich glaube, dass es gut gelaufen ist. Gut für mich? Gut für dich. Aber schlecht für Edirn. Warum denn das? Das ist erst der Anfang, Mann. Und das habt ihr Saskia zu verdanken. Denn die hat uns ja eigentlich geholfen, denn sie wusste, was das für ein Fluch ist. Ihr wisst ja, dass wir da eigentlich dieses Artefakt, nämlich dieses Schwert, bekommen sollten. Und sie das aus freien Willen gegeben hat, obwohl dieser König eher gegen sie war oder auch immer noch ist. Aber da sagen wir auf jeden Fall Saskia zu verdanken. Die Erlösung vom Fluch verdankt ihr Saskias Großherzigkeit. Ihr solltet eine Dankesdelegation entsenden, Herr. Ich werde ihr persönlich danken, wenn du den Fluch vom Schlachtfeld genommen hast. Das Unterfangen ist noch schwieriger. Ich glaube an dich. Glaube kann Berge versetzen. Darum brauche ich ein Artefakt, das für den Glauben steht. Ich weiß. Detmold sagte es schon. Ich gebe dir das Medaillon. Aber jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Gehen wir zum Zelt. Ich lasse den besten Wein holen. Den hast du dir verdient. Übertreib. Der denkt nur ans Trinken. Level aufgestiegen. Geh zu König Hänsels Zelt und er ist schon direkt weg, oder was? Mann, was war das denn hier mit dem Exorzismus? Das war ja mal richtig krass, oder? Krass. Hier, Todesessenz. Was ist das denn bitte? Bestimmt so Glühwein oder so. Beziehungsweise Wein. Mutagen für Aufwertung. Oh ja, die nehme ich direkt. Die können bestimmt von Nutzen sein. Heiliger. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal direkt los, ne? Und endlich sind diese ganzen Zombies weg, diese ganzen Erscheinungen. Die haben ja uns eigentlich umsonst gestört. Hat ja ziemlich gestört. Wie fandet ihr das eigentlich mit dem Exorzismus? Ist ja fast wie im Film gewesen, oder? Und ich dachte schon eigentlich, König Hänsels sticht da jetzt nicht mit seinem Messer rein. Aber er hat's getan und das fand ich irgendwie lustig, weil er ja im Endeffekt auch ein bisschen eine Schissbuchse ist. Der hat ja eigentlich alles nur seine Wachen machen lassen und dann muss er ja selbst natürlich auch mal etwas tun. Hey, was ist denn hier los? Die haben ja ein richtiges Lager aufgeschlagen. Ach, das ist Roschs Lager, ich verstehe. Vernon Roschs, genau. Von unserer Truppe. Und hier sind die ganzen Nutten. Sprich, das Bordell unter anderem. Wo die ganzen Wachen ein bisschen bumsen gehen. So, und jetzt, was wir davor noch machen, bevor hier das Ganze nochmal anfängt. Wir meditieren erstmal. So, erstmal natürlich Charakter-Skillen. Wir haben nämlich 3 Talente freigeschaltet.
Und da will ich ehrlich gesagt auch die Magie ein bisschen hier skillen. Okay. Level 0, okay. Energieeinfluss, nein. Verstärkte Glyphen, verstärkte Zeichen. Verstärktes Igni-Zeichen. Na gut. So wichtig ist es auch wieder nicht, denn das Feuer ist bedingt notwendig immer für mich. Also am meisten ist es ja eher Schwert hier. Von daher mache ich auch natürlich ein bisschen mehr Schwertskillung hier. Einen Moment. Ich werde hier auf jeden Fall mal skillen. Das wäre zum Beispiel da. Schwertschaden plus 15%. Das ist natürlich eine Menge. Was ist denn hier? Schaltet die Fähigkeit frei, mehrere Gegner zu schädigen. Nicht direkt anvisierte Gegner erleiden. 50% Schaden. Ja, ganz ehrlich. Direkt auch auswählen. Wie geil ist das denn bitte? Oh, dann wenn wir das zu... Oh mein Gott. Ja, gut. Das mache ich nochmal Level Up hier. Dann haben wir nämlich 100% Schaden. Nicht direkt anvisierte Gegner. Das ist ja mal richtig gut. So, und dann pennen wir natürlich noch. Das ist natürlich super wichtig. Beziehungsweise wir warten die Zeit ab, bis... Morgens? Nee, Abenddämmerung, komm. Das sieht dann immer so schön aus. Tada! Ich bin wieder da. Okay, theoretisch könnte man noch zu den Nutten. Das können wir auch noch machen. Wie schwer sind wir jetzt eigentlich? Können wir auch noch mal gucken. Ah, 165. Fast die Hälfte. Okay, komm. Einmal vögeln. Hier gibt es Trolle? Sieh an, sie... Was? Okay. Ich möchte meinen Spaß haben. Ich brauche... Von denen hab... Ja, Geld. Ich habe genug Geld. Das sind mal... So, wen nehmen wir denn? Wir nehmen die Sauglina. Oh mein Gott. Okay, ich setz mal 100. 100 Orange. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Und das feiern wir. Tada. 5 Minuten, 100 Orange. Was war das denn bitte? Ich bin aus Stützing in den Ländereien. Ja, und so ist das eigentlich auch im echten Leben, Leute. Und ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung. Ich war zwar noch nicht im Bordell und ich denke, sowas kann man auch mal ansprechen. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Aber es ist pure Geldverschwendung. Das kann ich euch schon mal sagen. Pure Geldverschwendung. Für ein bisschen Spaß, so viel Geld. Das ist auch ein bisschen Entmenschlichung, finde ich. Prostitution. Weil meistens hat es dann auch damit zu tun, dass das Zwangsprostitution ist und das ist eher, naja, nicht so sehenswürdig oder gut. Ja, und die Typen hier, die Wachen sind auf jeden Fall perma besoffen. Ihr kennt das ja. Ist schon krass, Alkoholkonsum. Ich finde das ja auch nicht schlimm, wenn man Alkohol trinkt, aber das, was die Leute hier machen, das ist schon... Ah, das ist schon heftig. Okay, dann nichts wie los. Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Hey, was soll das denn heißen? Okay, heute Abend, wenn du möchtest. 21 Uhr wäre heute Abend. Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Was soll das denn heißen? Mitternacht, okay, wenn du willst, Mitternacht. Komm noch mal. Vielleicht lassen die mich sonst gar nicht rein. Übertreib das jetzt nicht. Gut, dass du da bist. Heute Morgen ist ein Bote aus Redanien gekommen. Vorlesen. Der König von Redanien, Radovid der Fünfte, Sohn des Wisimir und der Hedwig von Maleore, Erbe von... Zur Sache! Es entspricht nicht der Wahrheit, dass Temerien nach dem Tode von König Foltest ohne... Es trifft nicht zu, dass Foltest keinen rechtmäßigen Erben hinterlassen hat. Und wer erbt nun? Angesichts des tragischen Todes von Fürst Bussy fällt die Krone an seine Schwester Anaïs. Hexer, du warst bei der Belagerung der Burg La Valette dabei. Wie alt ist die Prinzessin? Oh mein Gott, das ist eine ganz gute Frage. Das Alter spielt eigentlich keine Rolle und das werde ich auch sagen. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis sie reif für die Krone ist.
Die Krone? Wer war doch gleich die Mutter? Foltes wollte sie anerkennen. Müssen wir nochmal sagen? Oh mein Gott, wenn wir so bedenken, was Foltes eigentlich gemacht hat. Er hat ja mehrere geschwängert. Auch noch seine eigene Schwester, das auch nochmal gesagt. Der tote König Foltes. Sie ist königlichen Blutes. Foltes hatte vor, sie anzuerkennen. Der Foltes, den ich kenne, hätte das im Traum nicht getan. Mit meinen eigenen Bankerten könnte ich doch jeden einzelnen Thron der nördlichen Königreiche besetzen. Was ist hier los? Wache! Shit! Wir kriegen Besuch. Assassine? Ach du Scheiße. Okay, Mörder, kommt her. Dreckigen Mörder, Assassine. Ach du meine Güte. Beschützkönig Hänsel. Und das machen wir auch? Was machen die Assassinen hier? Alter. Was waren denn das für welche? Die wollten mich doch glatt umbringen. Mich! Verfluchtes Bordell! Hexer, wir müssen reden. Detmold sagt, du bräuchtest dieses Medaillon. Du hast mir das Leben gerettet. Und ich bin durchaus nicht so undankbar, wie man immer behauptet. Schade, dass wir keinen von ihnen lebendig erwischt haben. Nicht heulen, Tankerville. Auch Tote können auspacken, wenn man weiß, wie man es anfangen muss. Ich weiß genau, wie man das anfängt. Totenbeschwörung ist verboten. Solange die Bruderschaft nicht existiert, kann man schwerlich behaupten, irgendwas sei verboten. Was sagen denn Eure Majestät dazu? Ich will restlos alles erfahren. Und wenn du den Toten dafür besteigen musst. Die Totenbeschwörung, mein Herr, ist dasjenige Gebiet der Magie, das... Einerlei. Du machst einfach das, was nötig ist. Auf mich müsst ihr verzichten. Wie sagt man so schön? Frauen haben lange Kleider, aber kurzen Mut. Hexer, ich brauche deine Hilfe dabei. Du weißt, wo du mich findest. So geht das schon ewig. Das Fräulein schmollt und grollt bei jeder Gelegenheit, kennt keinen Respekt vor ihrem König. Als wäre ich ein notgeiler Knecht. Ja, Sheila hat nun mal ihre Prinzipien, das muss man einfach mal sagen. Denn die hat ja... irgendwie ein selektives Verhalten. Verbrennen sie doch wie Sabrina, wie krass ist das denn bitte? Ach du Scheiße. Ja, das ist schon radikal, wenn ich sowas sagen würde. Aber nein. Nicht jeder Zauberer ist von der Art eines Detmold, dem der Sinn danach steht, in Leichen zu wühlen. Solange sie in meinem Heerlager weilt, hat sie gefälligst zu tun, was ich ihr auftrage. Ja, geh! Detmold kaut sich vor Ungeduld sicher schon die Nägel weg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Königsmörder, assistiere Detmold bei dem nekromantischen Ritual. Das Symbol des Glaubens. Verfolge die Attentäter und kehre zu Hänsel zurück. Oh mein Gott. Wo ist denn Detmold jetzt? Der müsste doch normalerweise hier drin sein. Aber der ist hier nicht. Wo ist der wieder? Wir schauen mal kurz auf die Map. Die Königsmörder, okay. Ah, da ist irgendwo unten. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns bei einer nächsten Folge von The Witcher 2. Wie geht es weiter? Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch.